Ach, Herr Totschläger, was gibt's? Wollte nur mal hören, wie die Anti-Eishallen-Operation so läuft. Wie's läuft? Schlecht läuft's. Ich bin nicht zufrieden. Unsere Kampagne gegen die Eishalle will nicht so richtig zünden. So? Kein Problem. Ich höre einfach die Zahlen weiter. Sollen wir bei der Kostenschätzung für die Sanierung von 12 auf 25 Millionen hochgehen? Natürlich plus Schlechtwetterzuschlag, plus Rundungsdifferenzen, plus Porto und Verpackung. Was? Nein! Ich glaube, das haben die Leute irgendwie durchschaut. Damit kommen wir nicht weiter. Wir müssen andere Seiten aufziehen. Andere Seiten? Bin mir nicht sicher, was Sie meinen. Nun, ich dachte, wir besorgen uns Schützenhilfe von einem alten Feind. Also, Feind der Eisbahn, meine ich. An wen denken Sie da? König Volker. Der ist jetzt der Chef vom Stadtsportverband. Er hat aber mit Sport eigentlich nichts am Hut. Schöne Idee, mein Bürgermeister. Ah, der König. Gut, dass Sie da sind. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sehr gerne, Weekend. Worum geht's? Es geht darum, zu verhindern. Aber Sie haben doch den Totschläger schon da. Der ist der Experte fürs Verhindern. Ja, nein, es ist kompliziert. Es geht darum, dass wir mit allen Mitteln die Eishalle verhindern wollen. Wir haben es schon mit allem Möglichen probiert. Abenteuerliche Kostenschätzung, Bedrohung der Bürger mit Steuererhöhung. Uns gehen die Ideen aus. Verstehe. Ja, ich könnte versuchen. Was ist denn hier los? Ich war gerade damit beschäftigt, einen Antrag auf Einrichtung eines Wolfsreviers im Kurpark zu formulieren. Aber bei diesem Gerede kann ich mich nicht konzentrieren. König Volker war gerade dabei, uns seinen Plan für den Kampf gegen die Eishalle zu erklären. Richtig. Also, ein Argument für die Eishalle war ja, dass ein bezahlbares Freizeitangebot für Kinder und Familien da war und... Kinder? Was ist das denn nun schon wieder? Ich glaube, das sind diese kleinen Wesen, die in den letzten 2 Jahren überall mit Maske rumgelaufen sind und die vor abgesperrten Spielplätzen gestanden haben. Schön blöd. Hätten Sie sich halt eine Kulturveranstaltung in der Stadthalle angeschaut. Eben. Die haben wir doch erst für 6 Millionen saniert. War ja auch dringend notwendig. Die ist quasi aus dem gleichen Baujahr wie die Eishalle. Aber dafür zahlen die Unabürgerinnen und Bürger jetzt ja auch mehr Grundsteuer. Also, genau genommen nicht. Nicht? Das ist aber ungünstig. Bei der Eishalle haben wir gesagt, wenn die saniert wird, muss die Grundsteuer erhöht werden. Das beißt sich natürlich jetzt schon irgendwie ein bisschen. Jetzt lassen Sie sich mir doch endlich mal einen Plan erklären. Also, ein Argument für die Eishalle war ja, dass das ein bezahlbares Freizeitangebot für Kinder und Familien und ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche war. Ein Treffpunkt für Jugendliche? Puh. Sowas haben wir in Unna doch zuhauf. Zum Beispiel, die Rathaustreppe. Ja, genau. Und wenn die erstmal saniert ist, dann wird die noch schöner. Der perfekte Hangout für wirklich coole Kids. Ja, wie auch immer. Also nochmal, die Eishalle. Bezahlbares Freizeitangebot, beliebter Treffpunkt und ein Raum für Sport und Bewegung, okay? Ja. Und? Na, ganz einfach. Wir setzen beim Thema Sport an. Ich nutze meine Position als Großmeister beim Stadtsportverband und schreibe offiziell den Bürgermeister und den Kopie alle Sportvereine an. In der Mail tue ich dann total besorgt, dass, wenn die Eishalle saniert wird, kein Geld mehr übrig ist für andere Sportarten. Das alte Spiel voll Teilen und Herrschen also. Brillant, König. Ich antworte Ihnen dann, dass die Gefahr natürlich real ist und versuche dabei betroffen zu klingen. Das übe ich vorher nochmal vorm Spiegel. Und das Beste ist... Das Argument bringen wir ab jetzt bei jeder zukünftigen Investition in Sport und Bewegung. So bringen wir die Vereine in Unna gegeneinander in Stellung. Bewegung und Sport werden sowieso total überschätzt. Ich sag immer, wer fett ist, der frisst zu viel. Und um den Sack zuzumachen, drohen wir auch gleich noch damit, dass es kein neues Schwimmbad und keine Mehrzwecksportstätte in Massen gibt, wenn für die Eishalle gestimmt wird. Ist das denn geplant? Ich meine, das gibt das Baurecht in Massen doch gar nicht her. Herr Totschläger, Sie Scherzkeks. Natürlich nicht. Aber behaupten können wir es doch.
Ich glaube, wir sind da etwas ganz Großem auf der Spur. Ich sehe es schon vor mir. Stellen Sie sich vor, auf allem, was mit öffentlichen Geldern angeschafft worden ist, bringen wir eine Plakette an. Dieser Sportplatz hat Sie 400.000 Euro gekostet. Die Anschaffung dieser Tischtennisplatte hat verhindert, dass eine Schultoilette saniert werden konnte. Wegen dieser Parkbank mussten wir den Grundsteuerhebesatz um 10 Punkte erhöhen. Ich sehe, wir verstehen uns. Läuft mal wieder hin, Unna. Zwar rückwärts und bergab, aber läuft.